Die Strecke sieht eigentlich nach mehreren Stunden Fahrt überall gleich aus. Aber als Fahrer hat man eigentlich so viel zu tun während dieser Fahrt. Man muss permanent seine Rundenzeiten kontrollieren, man hat Verbräuche zu notieren, man muss ständig hochkonzentriert fahren, damit man das Optimum herausholen kann. Als Fahrer lernt man eigentlich ganz schnell dazu, man sieht, wie viel Kraftstoffeinsparpotenzial da ist, wenn man im Optimum fährt, wenn man hochkonzentriert fährt, wenn man ausgeruht bei der Arbeit ist und ruhig und relaxed die Sache angeht. Wir wechseln alle 4 Stunden den Fahrer. Und zum Thema angenehm oder nicht angenehm, der eine fährt lieber bei Tag, der andere fährt lieber bei Nacht. Wir haben ja so viel zu tun in den 4 Stunden Fahrzeit, dass es eigentlich nie langweilig wird. Wir messen am LKW die Geschwindigkeit. Und zwar funktioniert das so, dass der LKW jedes Mal, wenn er am Zelt vorbeifährt, an einem Messgerät vorbeifährt und wir auf diese Weise sehr exakt die aktuelle Rundenzeit haben. Die aktuelle Rundenzeit wird umgerechnet auf die Geschwindigkeit, weil wir wissen, dass eine Runde auf unserer Spur genau 12,492 Kilometer beträgt. Der Kraftstoffverbrauch wird durch Nachtanken ermittelt und das Gerät zur Erfassung der getankten Menge ist amtlich geeicht vom Eichamt Hamburg und hat eine Messtoleranz von 0,2%. Die Fahrer kennen ihre Werte. Sie notieren in jeder Runde ihre Rundenzeiten, um die Geschwindigkeit zu korrigieren, damit hier genau die 80 km/h oder etwas höhere Geschwindigkeiten eingehalten werden. Und Punkt B, sie kennen auch immer ihre aktuellen Verbrauchswerte. Die werden notiert und jeder Fahrer sieht auch, was seine Kollegen vorher gefahren haben. Und da möchte natürlich keiner zurückstecken und irgendwie gegenüber den Kollegen ein schlechtes Bild abgeben. Also es hat sich hier ein gewisser gesunder sportlicher Wettbewerb unter den Fahrern entwickelt, um die optimalen Verbräuche herauszufahren. Wir wechseln im 4-Stunden-Rhythmus, um die gesetzlichen Lenkzeiten einzuhalten. Zum anderen, die Fahrerei hier auf der Teststrecke ist relativ monoton und wir möchten, dass der Fahrer immer 100% wach ist, weil die ganze Angelegenheit erfordert einen hochkonzentrierten Fahrer. Wenn der Fahrer nicht konzentriert ist, dann merken wir das sehr deutlich am Kraftstoffverbrauch. Der erste Stopp war für uns hochinteressant, weil wir unsere AEC-Messanlage, die Kraftstoffverbrauchsmessanlage, abgleichen mussten. Die Anlage ist an sich schon relativ genau, aber im Prozentbereich, Bereich 1%, geht es doch etwas ungenau. Und da wir schon sehr knapp an die 20 Liter herankommen, wollten wir schon wissen, wo wir jetzt genau liegen. Und das erste Zwischenergebnis ist 20,11 Liter. Das ist der aktuelle Stand. Wir hoffen, dass wir vielleicht wetterbegünstigt doch noch knapp unter die 20 Liter kommen. Wir haben jetzt gleich die Situation, dass es ganz geringfügig fällt von der Streckenführung her. Jetzt kann ich natürlich eingreifen und meinen Tempomaten herausnehmen. Das Fahrzeug geht sofort in die Eco-Roll-Funktion. Wir brauchen keinen Kraftstoff mehr und das Fahrzeug wird trotzdem etwas schneller. Als Fahrer kann man natürlich wesentlichen Einfluss nehmen, indem man weit vorausschauend fährt, indem man konzentriert fährt und zum richtigen Zeitpunkt die Eco-Roll-Funktion voll ausnutzt. Das heißt, wenn das Fahrzeug in den Schubbetrieb geht, dass ich da das Optimum an Geschwindigkeit rausholen kann und gleichzeitig keinen Kraftstoff verbrauche.